Mein Name ist Berend Breitenstein. Ich bin mehrfacher Buchautor, ehemaliger Natural Bodybuilding Pro und Gründer der GNBF e.V., der German Natural Bodybuilding and Fitness Federation. Und ich freue mich sehr, heute ein Interview zu geben zu dürfen auf Rep One. Das war jetzt vor mittlerweile 45 Jahren, da war ich 13 Jahre alt. Ich empfand mich als Kind immer zu dick, zu fett, kann man noch sagen. Und habe ich halt zu Hause Liegestütz gemacht, jeden Tag fast 100 Stück, weiß ich noch. Dann Sit-Ups, auch mehrere 100 Stück, jeden Tag. Und dann hat meine Großmutter, die Ärztin gewesen ist, eine Kugelhantel geschenkt bekommen. Das war so eine blaue mit so zwei Gewichtskugeln an den Seiten und ich weiß noch genau, die wog 7,5 Kilo. Und als ich diese Hantel dann das erste Mal angefasst habe, habe ich gemerkt, Mensch, das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Ja, und dann ging es halt los, dass ich dann immer weiter trainiert habe mit dieser Hantel und Liegestütz und Sit-Ups. Das reichte irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mir schon Muskelmagazine angesehen. Und ich hatte mir auch Poster bestellt, richtig große. Und die hingen alle an meinen Wänden im Kinderzimmer. Meine Eltern haben schon gedacht, jetzt dreht er völlig durch. Arnold Schwarzenegger, Mike Mensa, Sergio Oliver, Franco Colombo, Frank Zane, Dave Trapper, Ed Corney, Serge Nubré. All die fallen mir jetzt so spontan ein. Und da waren auch so Trainingsgeräte, wurden verkauft. Und da war eine Trainingsbank drin. Eine verstellbare Trainingsbank, also Schrägbank war dabei. Und die haben meine Eltern mir dann irgendwann zum Geburtstag geschenkt, oder zu Weihnachten war es, glaube ich. Dann habe ich da jeden Tag Bankdrücken gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung vom Training. Aber trotzdem, ich habe mich entwickelt. Und dann reichte das auch irgendwann nicht mehr, das Zuhause-Training. Und bin meinem Vater heute noch dankbar dafür, dass er mit mir dann durch Hamburg gezogen ist und dann auch ein Studio gefunden hat für mich. Denn das war gar nicht so einfach damals mit 13, mit 14, 14 war ich. FFC hieß das, in der Spaldingstraße. Und da durfte ich dann tatsächlich trainieren. Mein Vater musste bürgen, auch jegliche Gesundheitshaftung und so weiter ausschließen, falls irgendwas passieren sollte. Und dann bin ich da fast jeden Tag hingefahren mit der Bahn. Hab auch mal die eine oder andere Schulstunde ausfallen lassen. Das wissen meine Eltern aber nicht. Ist halt so, wie es war, ne? Ich wollte halt trainieren. Und dann ging's los. Und dann war ich relativ schnell, eigentlich ganz gut. Hab mich an den Trainingsplänen orientiert, die es in den Fachzeitschriften gab. Und war dann mit 15 Jahren bei Mr. Hamburg Junior. Da habe ich den 5. Platz gemacht, da war ich ganz zufrieden so und habe richtig dabei und nur ganz gute Form. Und da habe ich dann sozusagen kam ich auf den Geschmack und wollte wirklich auch Mr. Hamburg Junior werden, bis dann mein stärkster Konkurrent mir mal ins Gesicht sagte, das war übrigens ein Tier, ein Junior, der hat damals alles abgeräumt. Und der sagte zu mir, wenn du keine Anabolika nimmst, wirst du nie Mr. Hamburg Junior. Ich habe es dann probiert, noch ein paar Jahre. Und da stand ich neben Ronald Matz auf der Bühne, der auch noch Junior war zu der Zeit. Und ich kam mir vor wie ein Tennisspieler oder Läufer, aber nicht wie ein Bodybuilder. Der hat mich förmlich erdrückt mit seiner gigantischen Muskulatur. Und da habe ich gemerkt irgendwann, okay, ich nehme keine Anabolika, dann lasse ich es mal sein. Aber ich habe natürlich immer weiter trainiert. So, und dann war ja die Phase abgeschlossen für mich, nachdem ich das Juniorenalter, damals war es 21, ich war 20, da war Schluss. Okay, was machst du denn? Dann habe ich mich erstmal auf meine Ausbildung konzentriert, meine Lehre gemacht, mein Studium abgeschlossen. Und nach dem Studium war ich dann wirklich in einer mäßigen Form mit 106 Kilogramm. War recht massiv, recht stark, aber ich fühlte mich alles andere als ein Bodybuilder. Eigentlich war ich wieder fett. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufe jetzt mein Auto, kratze meine Finanzen zusammen und trainiere 5 Monate. Und zwar, ich trainiere nur. Ich trainiere, ich esse und ich schlafe. Und ich hatte damals ein kleines Apartment gemietet, noch im Studium. Da habe ich dann weitergelebt. Und das war mein großes Glück. Da habe ich nämlich Vorher-Nachher-Bilder gemacht. Und habe diese Bilder, als dann mein Selbstexperiment abgeschlossen war, an die Sportrevue geschickt. Chefredakteur Albert Busek. Und der Herr Busek hat dann ein Editorial über mich geschrieben, mit meinen Bildern, Vorher-Nachher. Einen sehr positiven Text. Und das hat mir tatsächlich dann den Weg geöffnet für die Bücher, die ich geschrieben habe, für den Aufbau der GNBF. An dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Busek. Als mein erstes Buch dann erschienen ist, Bodybuilding, erfolgreich, natürlich, gesund, habe ich dann vorgestellt auf der FIBO, hatte mir einen kleinen Stand gemietet. Und dann kam ein muskulöser Mensch auf mich zu, sprach mich an und sagte, Mensch, Berend, ich sehe deine Bilder und dein Buch, bist du Natural Bodybuilder? Hast du nicht Lust, bei Wettkämpfen zu starten? Und ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. Ich habe ja schon lange Bodybuilding gemacht, aber dass es Natural-Wettkämpfe gibt, das war mir überhaupt nicht klar. Und wie sich herausstellte, war die Person, die mich angesprochen hat, das war François Gay.
Das war damals der Präsident der SNBF, der Swiss Natural Bodybuilding and Fitness Federation. Und er sagte, Mensch, ich habe deine Bilder gesehen, das sieht klasse aus. Wenn du willst, schicke ich mal deine Aufnahmen mit einem Empfehlungsschreiben nach Amerika. Und dann keine paar Wochen später habe ich dann meine Wildcard im Briefkasten gehabt, damals von der WNBF. Nach 15 Jahren oder 14 Jahren, ohne jegliche Wettkampfambition, öffnet sich mir hier eine Tür, wo ich wieder auf die Bühne gehen kann. Das wollte ich ja immer, aber unter anderen Voraussetzungen, als ich sie noch kannte. Und hier hat sich die neue Tür geöffnet. Und dann bin ich 98 in New York City angetreten beim Pro Mr. International. Habe eine gute Form für mich erreicht, einen guten Eindruck gemacht. Und dann folgten halt noch einige weitere Wettkämpfe. Der Gedanke kam, aber erst relativ spät. Und da war ich tatsächlich schon 40. Und da habe ich gedacht, wenn ich mich so entwickeln kann, ohne Anabolika und Co., wie wird es dann eigentlich sein, wenn ich jetzt was nehmen würde? Aber auch nicht wirklich, dass ich sagen würde, es kam ernsthaft für mich in Frage. Guck mal, da war ich 40 und ich mache, seitdem ich 13 bin, Natural Bodybuilding. Habe ich gesagt, nee, Leute, das machst du für dich nicht. Das ist nicht deine Philosophie. Und dann habe ich den Gedanken wieder fallen gelassen und habe Natural weiter trainiert. Ich hatte ja die Wildcard bekommen bei der WNBF und bin dann 98 dort auch gestartet. Und da kam schon zu der Zeit schon das Angebot, wenn du einen deutschen Ableger gründen möchtest, dann mach es. Die Amis sind ja so, just do it. Und Deutschland, oder ich auch, ich überlege dann erstmal, dann habe ich ein Bauchgefühl und da war ich nicht so weit. Und dann ging es ins Jahr 2003 und da sagte mir François, der besagte François, der mich damals angesprochen hatte auf der FIBO, wenn du jetzt den deutschen Ableger nicht gründest, dann habe ich jemanden, der wird das sofort machen. Und da habe ich gedacht, nee, das lässt du dir jetzt nicht nehmen, das machst du jetzt. Meine Triebfeder, das, was ich selber erlebt habe, diese große Chance in Amerika starten zu können, wollte ich weitergeben auch in Deutschland. Und dann war es soweit. Am 1. März 2003 habe ich dann mit 6 mit Streitern in Anführungsstrichen, also 6 Gründungsmitgliedern, habe ich die GmbF mit diesen Personen gegründet. Und dann war die GmbF 2003 gegründet. Wir gehen jetzt nächstes Jahr dann klar ins 20. Jahr. Und da gibt es auch noch einige Überraschungen für die Natural Bodybuilding Szene. Na gut, wir haben einen Kompromiss gefunden, sage ich mal. Also wir haben 12 Jahre dopingfrei. Ist natürlich schwierig nachzuweisen. Also wenn Athleten bei uns starten, müssen sie mindestens 12 Jahre keine Steroide und Co. genommen haben. So, also wir sind kein Lifetime Natural Bodybuilding Verband. Wir haben also ein bisschen den Kompromiss gemacht, aber nach 12 Jahren, denke ich, wird auch der Memory-Effekt, den es ja wohl nachgewiesenermaßen gibt, auch nicht mehr das entscheidende Kriterium sein. Dann haben wir natürlich unsere ausgiebige Test-Anti-Doping-Strategie. Wir haben Trainingskontrollen, wie schon erwähnt, wir haben Wettkampfkontrollen, wir haben Visiten. Visiten gibt es auch von Michael, der führt also zu ganz, ganz vielen Athleten. Aber er guckt sich die Athleten halt ganz genau an und wo er dann auch verdächtige Merkmale findet, Akne auf dem Rücken oder geschwollene Brustdrüsen oder irgendwie sowas, da macht er dann auch einen Test. Oder eben bei anderen auffälligen Athleten, die er sich so aus dem Internet und mit mir auch abgesprochen hat, dann besucht. Und dann haben wir noch die sogenannten FFMI. Das ist eine Messgröße, die Körpergewicht und Körpergröße in Verbindung bringt und die fettfreie Bodymasse berechnet. Das ist eine komplizierte Formel, etwas komplizierter. Bei uns auf der Webseite gibt es einen FFMI-Rechner, Körpergröße, Körpergewicht, Körperfettanteil. Und dann wird ein Wert ermittelt. Und wenn jemand einen spezifischen Wert überschreitet, beim Bodybuilding ist es 25,0, bei Classic Physik bei uns ist es 23,0, dann darf er bei uns nicht starten. Aber das heißt nicht, dass er gedopt ist. Also er hat ein Startverbot. Also wen das Thema interessiert, gerne mal recherchieren. Das ist bei uns auch so eine der weiteren Messgrößen. Kann man sagen, dieser FFMI-Wert ist ungefähr das, was man als naturales Limit bezeichnet? Ja, es gibt ja diese ursprünglichen Gedanken. Ich halte es für schwierig. Wir haben auch den FFMI ein bisschen angehoben fürs Bodybuilding. Es ist bei uns eine Richtgröße. Wir weigern uns aber auch zu sagen, wir heben den immer weiter an, nur weil die Athleten immer besser, immer schwerer werden. Nein, das ist bei uns jetzt auch wirklich so fest. Und wer das überschreitet, der ist bei uns halt nicht startberechtigt. Du musst dich halt als Athlet auch darüber informieren, was ist denn eigentlich noch
erlaubt und was ist schon auf der Liste der verbotenen Substanzen. Weil es sind halt manche Substanzen auch getarnt. Also DMAA zum Beispiel wird, oh Gott, Methylhexianon oder sowas, da steht ja gar nicht mehr DMAA drauf, sondern die andere Bezeichnung. Und da muss jeder Athlet sich genau vergewissern, was für eine Substanz ist da eigentlich angegeben. Wenn er Glück hat, ist es auch drauf. Manchmal ist es auch so, dass andere Substanzen das, was verunreinigt ist oder was drin ist. Und das ist ein bisschen ein heikles Thema. Es gab, glaube ich, sogar vor einigen Jahren mal einen Fall, da war Proteinpulver verunreinigt, weil da irgendwie noch eine Abfüllanlage genommen wurde, wo auch Prohormone mit abgefüllt wurden. Aber frag mich nicht mehr, kommt nur ganz aus meinem hinteren Gedächtnis. Da war ein großer Skandal gewesen. Aber letzten Endes, wenn wir uns die Nahrungsergänzung angucken, wie Kreatin oder Aminosäuren oder Proteinpulver, da würde ich immer sagen, grünes Licht. Aber bei so Boostern, da wäre ich schon vorsichtiger. Ob es jetzt ein Testo-Booster ist oder ob es eine Stimulanz ist, auf natürlicher Art und Weise, da würde ich schon mal genauestens die Inhalte studieren und möglichst auch eine Packung aufbewahren. Denn falls es wirklich mal zum positiven Test kommt, dann kann man diese Packung immer noch analysieren und sagen, gut, das war da aber drin, ist aber gar nicht draufgeschrieben. Also jeder Athlet muss immer sich darüber im Klaren sein, was er nimmt und muss es auch verantworten, was er nimmt. Ich wäre da sehr vorsichtig. Ist verboten. Testosteron ist in jedem Fall verboten, auch unter medizinischer Indikation. Leider nicht möglich bei der GmbF. Definitiv ja. Das sehen wir nicht nur bei der GmbF, die sich ja immer weiterentwickelt hat, sondern wir sehen es auch daran, dass sich mittlerweile 2 oder 3 weitere Natural-Bodybuilding-Verbände in Deutschland formiert haben. Wie viele Mitglieder hat die GmbF denn? Aktuell sind es so roundabout 1000 plus. Es sind nicht nur Athleten, nicht nur Wettkampfathleten, sondern es sind eben auch die Menschen, die unsere Idee unterstützen, des natürlichen, gesunden Muskelaufbaus. Naja, aber wir sehen schon, dass Natural-Bodybuilding auf einem sehr, sehr expandierenden Kurs sich befindet, definitiv. Ich denke, das liegt an den teilweise extremen Entwicklungen dieser Athleten, dass sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass so eine Entwicklung überhaupt möglich ist, ohne etwas zu nehmen, Stoff, Dopingmittel, wie auch immer man das ausdrückt. Und ich muss auch sagen, zu meiner Zeit damals, da waren die Athleten schon sehr gut, besonders die Amerikaner, die waren auch schon immer sehr, sehr, sehr gut. Aber klar, wir müssen uns nichts vormachen. Wir haben Athleten, wenn wir die farbige Athleten sehen, da spielt eben auch noch eine andere Geschichte mit rein. Das ist die Genetik. Die haben eine fantastische Linie. Die haben so eine Taille und gehen so nach oben auseinander. Aber natürlich, ich kann das schon verstehen, wenn jemand sagt, was, der ist noch natural und der ist noch natural. So, und dann kommen halt die Hater, dann kommen die Neider, die sagen, du hast doch gar keine, du bist doch gar nicht natural und so weiter. Von mir glauben das die meisten, weil ich nie so überdimensional entwickelt war. Gut, einige haben mir damals auch gesagt, du bist nicht natural, du bist ein Fake Natty, du spinnst und dies und ach. Das muss man einfach abkönnen. Aber ich stelle es mir wirklich, wenn du zart beseitet bist, nicht ganz einfach vor, weil diese Shitstorms, die dann kommen und du bist natural und kriegst dann solche massiven Anfeindungen, das ist echt ätzend. Noch ätzender wäre es im Übrigen, wenn der Athlet nicht natural wäre und sich feiern lässt. Und das wäre echt obermistig. Es gab mal eine schwierige Situation vor vielen Jahren. Und daraufhin haben wir unsere Doping-Test-Methodik optimiert. Also wir testen jetzt nur noch WADA-konform. Und wir lassen unsere Doping-Tests auch im IDAS in Kreischer auswerten. Das ist ein offiziell WADA-akkreditiertes Labor. Wir arbeiten mit seriösem Testinstitut zusammen, mit dem Michael Wonski von GQS. Der lebt dafür, der brennt dafür. Und der kommt auch mal Sonntagabend vorbei. Und dann werden die Athleten überrascht. Das jüngste Beispiel jetzt, am 29. Mai wurde Paul Unterleitner besucht von Michael. Da haben wir tatsächlich mal etwas gemacht, was wir sonst nie machen. Wir haben es zugelassen, dass der Paul ein bisschen filmte. Wir haben gesagt, okay, die Menschen wissen eigentlich gar nicht genau, was passiert denn bei so einer Trainingskontrolle. Urintest. Ja gut, dann werden da die Packages ausgepackt. Das muss der Athlet alles selber machen. Da wird ein Protokoll geführt von dem Tester. Der Athlet muss dann in Gegenwart des Testers in 2 Behälter Urin geben, muss aber alles selber auch umfüllen, dass es da keinen Ansatzpunkt gibt. Der Tester hätte ihm was reingefüllt und das ist alles hochprofessionell. Dann wird das verschlossen, versiegelt. Dann geht es ins Labor nach Kreischer, dass da auch keine Chance ist, irgendwas zu manipulieren. Das
Das macht der Michael meistens sogar noch selber und seine Mitarbeiter, die fahren die Proben selber hin. Die sind aber versiegelt, da kannst du nichts mehr machen. Wenn die einmal auf sind, dann sind sie wieder auf, dann ist das Siegel kaputt. Also da gibt es keine Chance der Manipulation. Und so läuft das dann ab. Wenn jemand betrügen möchte, dann gibt es Möglichkeiten. Ne? Ach, was habe ich schon alles gehört? Du kannst dir Fremdurin noch irgendwie ablassen und so weiter. Also es gibt da Möglichkeiten, das zu manipulieren. Das gibt es bei uns aber nicht. Weil Michael steht daneben und guckt sich das an. Das gehört dazu. Wenn jemand das ernst meint, dann nimmt er das auch nicht als Affront, sondern im Gegenteil ist noch erleichtert, dass das so genau getestet wird. Und das war beim Paul genauso. Und dann kam das Ergebnis. Ich kriege ja immer das Ergebnis dann vom Labor. Paul war negativ. Und das zweite Mal, er wurde jetzt zweimal Off-Season getestet. Ich war heilfroh, weil ich mag ihn, Paul. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn auch als Athlet gigantisch. Wenn der damals bei uns aufgetreten ist, hat er gleich die Halle gerockt. Da war er noch ein paar Jahre jünger. Und jetzt ist er ein toller Athlet. Und ich glaube ihm, dass das ein Natural ist. Definitiv. Wenn ich mir seine Muskulatur angucke, die ist zwar besonders gut entwickelt, aber für mich deutet nichts darauf hin, dass er irgendwelche verbotenen Substanzen nimmt. Also Paul, entschuldige, aber da fehlt noch ein bisschen was, bevor ich dann sagen würde, oh, der ist aber kritisch. Aus meiner Sicht ist Paul ganz klar natural. Und wir haben ja auch zweimal im Test jetzt gehabt, wo er nicht wusste, dass wir kommen. Wir haben ja, unsere Athleten müssen ja ihre Adresse angeben. Und bei Paul war es jetzt tatsächlich so, dass Michael, ein bisschen wie Sherlock Holmes, immer auch das ganze Internet sich anguckt, verdächtige Athleten rausguckt, die bei der GmbF dann auch Mitglied sind. Und bei Paul war es dann bekannt, dass er zu der Zeit gerade in Wien ist, bei seiner Mutter. Und dann hat sich Michael ins Auto gesetzt und ist nach Wien gefahren und hat dann Paul da kontrolliert. Wir haben ja bei der GmbF schon einige Athleten rausgefischt, die nicht natural waren, durch unsere Wettkampfkontrollen, aber insbesondere auch durch unsere Trainingskontrollen. Und es war auch schon so, dass ich dann eben die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft melden musste. Dann kam die Polizei auf mich zu, dann wollten die Adressen haben, weil das ist ja auch, wird ja auch verfolgt gegebenenfalls. Der Athlet war natürlich sofort gesperrt, lebenslang. Und dann geht es immer nach dem Fall und nach den Substanzen, die genommen wurden, geht es dann auch tatsächlich zur Staatsanwaltschaft. Aber da will ich mich auch nicht zu detailliert zu äußern. Aber das macht schon Arbeit, auch für den Verband. Klar, du könntest halt noch flächendeckender testen. Das ist definitiv so. Sowohl du könntest die Out-of-Season-Tests, also die Trainingskontrollen, massiv ausweiten, was ich als sehr sinnvoll empfinden würde. Und du könntest auch mal auf, es gibt ja, soweit ich weiß, oh Gott, das ist alles eine Frage für Martin, aber Nachweis von Wachstumshormonen mit Blut und so weiter, das eignet sich ja eigentlich in erster Linie für die normale Trainingsphase. Die sind ja sehr kurzfristig nur nachweisbar, soweit ich das weiß. Aber du könntest halt die Tests massiv ausweiten und darauf kommst du darauf an, dass du Tests machst und das möglichst viele, sowohl im Wettkampf auf die Substanzen und in der Anzahl. Ich finde es gut. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich darf es nicht. Ich darf es in Deutschland nicht. Es würde massivste rechtliche Probleme geben. Wir dürfen ja nicht mehr den vollen Namen schreiben. Wir haben ja auf unserer Internetseite www.gmbf.de auch eine Rubrik, wo wir die Testergebnisse darlegen. Und da sind eben aber nicht der volle Name. Es ist meistens der Vorname und der erste Buchstabe vom Nachnamen. Und da steht da positiv oder negativ. Also die wird da transparent gehandhabt. Aber ich finde eine Wall of Shame gut, aber ich darf es nicht machen. Ich hätte es gerne gemacht. Wir müssen doch mal überlegen, was machen denn die Athleten? Die disqualifizieren sich doch selber. Wenn jemand was nimmt und startet bei uns und wird erwischt und dann noch jammern, dass er in der Presse vorgestellt wird, das ist doch eine verkehrte Welt. Da muss er sich darüber im Klaren sein. Wenn er charakterlich so gestrickt ist, sag ich mal, dass er betrügt und nichts anderes macht er dann ja, weil er den fairen Sportler, den fairen Wettkampf nimmt, dann muss er sich doch nach hinterher nicht beklagen, wenn er erwischt wird, dass er öffentlich auch gezeigt wird, aber das darfst du in Deutschland nicht. Und ich verstehe es einfach nicht, aber ich muss ja nicht alles verstehen. Ich persönlich sehe es sehr kritisch, weil aus meiner Sicht verführt es die Leute, das auch mal auszuprobieren. Ich kann mich täuschen. Wenn ich jetzt ein Athlet wäre, der Ambitionen hat, sowas zu nehmen, also, ja, guck mal, der nimmt das kann ich auch mal ausprobieren. Also ich halte es für nicht gut, muss ich ehrlich sagen, ich halte es für gefährlich. Wem steht es zu urteilen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich persönlich bin der Meinung, jeder soll das tun, was er für richtig hält. Habe ich ja auch in meinem Leben gemacht. Und solange man anderen nicht damit schadet, und wenn man sich bewusst ist darüber, was man für eine Straße einschlägt. Wenn der Athlet sagt, ich zünde die Kerze von beiden Enden aus an, ich brenne einmal ganz hell und bin dann verglüht, weil ich eventuell, es ist ja nicht gesagt, dass du Schäden kriegst, aber die Möglichkeit ist da. Wenn er dann irgendwann mit kaputter Gesundheit, im besten Fall in Anführungsstrichen mit einem plötzlichen Herztod niederliegt, im schlimmsten Fall mit einem langen Krebsleiden. Und ich meine, gucken wir uns doch mal an, was in der letzten Zeit passiert ist. Es gab ja einige Todesfälle. Ob das nun ursächlich mit Doping in Zusammenhang steht, weiß man nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest einen Teil damit reingespielt hat. Wenn ein Athlet kurz die Nacht vor Mr. Olympia im Hotelzimmer verstirbt. Der Athlet sollte doch, wenn er da oben steht, topfit und gesund sein, vor Energie strotzen. Und er verstirbt die Nacht davor. Damals, ein bekannter Athlet ist hinter der Bühne nach dem Holland Grand Prix verstorben, weil er so massives Flüssigkeitsdefizit und Kalium, glaube ich, Natrium-Kalium-Missverhältnis hatte, dass sein Herz nicht mehr mitgemacht hat. Und andere Leute kippen um mit Herzinfarkt. Ich meine, das tun andere auch. Aber die Frage ist halt, und das weiß auch keiner so genau, inwieweit spielen da die Dopingmittel mit rein. Aber dass Dopingmittel auch hier eine Gefahr darstellen, ist unbestritten. Wie gesagt, das ist alles nicht gesagt, dass es passiert. Es gibt ja auch Beispiele von ehemaligen Mr. Olympias, die noch sehr gut in Schuss sind. Wenn ich mir den Jay Cutler angucke, der macht ja noch einen extrem guten Eindruck zum Beispiel. Dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wer darüber richten sollte. Ich persönlich denke, ja. Wenn du einen Athleten hast, der unterstützt trainiert und weiß nicht, 120 Kilo auf die Bühne bringt und das knochenhart, dann ist das natürlich spektakulärer, als wenn du jemanden hast, der nur 70 oder 80 Kilo wiegt, auch knochenhart ist, aber dem sind halt nochmal 40 Kilo weniger Muskelmasse dran. Das ist schon ein Unterschied in der Optik. Also spektakulärer sind schon die Kaliber wie bei Mr. Olympia, definitiv. Er soll aber nichts an der Leistung schmälern, der Naturalathleten, im Gegenteil. Er soll auch nicht die andere Leistung diskreditieren. Beide Athleten, die Naturals und die Unterstützten, müssen sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch abreißen. Aufreißen, um da oben hinzukommen, um an die Spitze zu kommen. Ich bin ja offen und ein ehrlicher Mensch. Ich will ja auch nicht Sinn am Berg halten. Ich gucke mir das an. Und ich setze mich auch nachts vor dem PC vor einen Livestream, weil das sind meine Wurzeln. Und die sind noch in mir verankert. Das hat nichts damit zu tun, dass für mich das nicht der richtige Weg ist. Dass ich Natural Bodybuilder bin. Aber wenn ich mir die Athleten angucke, die jetzt bei Mr. Olympia starten, ich gucke mir das an. Und wenn du die Athleten anguckst, wie Sean Roden, der ja leider verstorben ist, oder besonders die ästhetischen Athleten, die finde ich also wirklich sehr beeindruckend. Selbst Ronnie Coleman habe ich mir noch angeguckt, weil da war noch eine Ästhetik mit bei, fand ich, also für mein Empfinden. Aber so langsam, finde ich, wird so ein bisschen der Punkt überschritten. Und besonders störend sind halt die dicken Bäuche. Das ist keine Fettbäuche. Da kannst du nichts mehr abkneifen, aber die sind halt nach vorne gewölbt. Man sagt ja, dass das Steroid-Bellies sind, also Wachstumshormonen. Bäuche, wo auch die Organe wachsen, ob das nun stimmt, weiß ich nicht, aber das ist ja soweit ich die allgemeingültige Begründung. Ja, und wenn du das dann siehst, wenn die Athleten zum Beispiel Doppelbizeps von hinten machen und du hast eine seitliche Aufnahme und der Bauch hängt bis zu den Kniekehlen runter, klar, die können ihn auch wieder einziehen dann, aber das ist doch ätzend. Nein, also ich gucke mir das an, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, es gibt auch für mich eine ästhetische Grenze. Die Freaks habe ich mir schon gerne angeguckt. Aber mittlerweile finde ich das schon fast, ist ja scheiße, wenn man sowas sagt als Bodybuilder, ne? Aber ein bisschen too much. Aber auch nur einige Kandidaten, also ganz, ganz viele sind noch super ästhetisch, trotz ihrer riesigen Masse. Aber die Frage ist doch, was passiert denn, wenn solche Mutanten dann den Olympia gewinnen? Wo geht denn der Sport hin? Wo geht das dann hin? Gerade was auch diese ganze Ästhetik angeht. Du am besten über die Webseite gmbf.de. Da ist meine E-Mail drin, da sind auch die ganzen Ansprechpartner aufgeführt. Ich bin immer offen für E-Mails, berend@gmbf.de. Die Mühe mache ich mir. Ich antworte auch auf jede einzelne E-Mail, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber da findest du das Anmeldeformular. Da findest du das Regelwerk, da kann sich jeder erstmal ausgiebig einlesen in die Thematik der GmbF und da können auch dann die Mitgliedsanträge online gestellt werden.
Und klar, meine Botschaft ist die, die ich vertrete. Natural Bodybuilding ist ein Lifestyle, der für die Gesundheit dienlich ist und der nicht nur Selbstzweck ist, um dicke Muskeln zu kriegen, sondern eben auch Mittel zum Zweck, um ein Leben voller Energie und Vitalität und Gesundheit und bei gleichzeitig gutem Aussehen zu führen. Und ich merke es halt auch in den vergangenen Jahren, dass die Naturals oftmals angegriffen werden und das sind die und das sind Fake Natties und die sind alle scheiße, gibt es alles solche Äußerungen. Ne? Aber das ist schade, weil ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen ist in dem Interview. Jeder, aus meiner Sicht soll halt jeder das tun, was er für richtig hält. Ich schimpfe auch nicht auf die Leute und sage, ey, guck dir den Gedopten an, der ist der. So mache ich nicht, weil das gehört sich für mich nicht. Weil jeder hat einen freien Willen, eine freie Entscheidung. Und verdammt, wir sind alles Sportler, wir trainieren alle mit den Gewichten, wir ernähren uns vernünftig. Und wenn der eine sagt, er will was nehmen, ja mein Gott, dann ist es seine Entscheidung. Ich habe für mich entschieden, das nicht zu tun. Ich fühle mich wohl damit. Die Athleten bei uns starten, sind auch Naturals. Gehen wir von aus, bin ich von überzeugt. Und jeder soll so das machen, was er für richtig hält. Und in dem Sinne, aus meiner Sicht, train hard, stay natural.